Walkout. Icon! Icon! Das ist ein Icon! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein erster Icon! Oh mein Gott! Scholle ist 89! Oh mein Gott! Portugal? Ja? MS, wer ist das? Joe Felix, oh mein Gott! Walkout, let's go! Neymar! Oh mein Gott! Ich zieh einfach Neymar! Alter! Oh mein Gott! Toti! Toti! De Bruyne! Oh mein Gott! Oh mein Gott, De Bruyne gezogen! Oh mein Gott! Ich hab De Bruyne! Was? Moin Leute, was geht und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es um ein FIFA 21 UEFA Champions League Turnier. Mit dabei ist die gute Nadine und der Philipp. Moin Nadine, was geht? Moin. Der Philipp ist leider nicht mit am Start, aber das macht nichts. Wir machen die Ankündigung einfach zu zweit. Aber Philipp ist auf jeden Fall mit der Organisator. Und Nadine wird euch den ersten Teil der Regel mal erklären. Ja, genau. Also, um teilzunehmen zu können, müsst ihr uns 3 abonniert haben. Das heißt, Philipp, aka für FIFA, die guten Moritz mit Hey Superskunk Livestream und meiner Wenigkeit mit Nadel zockt. Das Turnier wird am 31.03.2021 stattfinden. 19 Uhr ist dann Start. Die Auslosung, welches UEFA Champions League Team ihr zugelost bekommt, wird der gute Moritz übernehmen. Anmeldeschluss ist der 30.03.2021. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Turnier, eben halt, wenn ihr wieder den Anmeldelink habt, haben wollt, der aber auch in der Videobeschreibung sein wird. Oder irgendwie, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es bei uns einfach bei uns in Live-Chat. Und wie gesagt, bei uns sind die Turniere just for fun, das heißt, bei uns wird es auch wieder kein Preis gegeben. Moritz, du übernimmst den Abreport. Genau. Auf jeden Fall, ihr könnt leider nur auf der PlayStation 4 mitzocken oder auf der PlayStation 5, weil EA Sports hat immer noch kein Crossplay rausgebracht. Sorry an die ganzen PC- und Xbox-Spieler. Genau. Wir wissen noch nicht, ob wir mitzocken werden oder das ganze Turnier nur hosten werden. Philipp meint auf jeden Fall, er will da unbedingt mitzocken. Also Philipp wird auf jeden Fall mitzocken, dass er schon mal Bescheid wisst. Und wir werden dann sehen, ob es halt eine gerade Zahl ist, beziehungsweise ob es halt aufgeht oder nicht. Und dementsprechend werden wir es entweder hosten oder mitzocken. Das ist dann halt ganz spontan einfach. Wir werden das Ganze in 90er-Modus machen, sodass keine Vor- oder Nachteile von den Teams gibt. Wenn jetzt zum Beispiel Porto gegen Paris Saint-Germain spielt, hat halt jeder Spieler 90er Rating. Am Ende werde ich euch das Ganze auch nochmal erklären. Also guckt das Video bis zum Schluss. Genau. Wie Nadine schon gesagt hat, der Anmeldelink ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, gerne bei Instagram oder bei uns in den Livestreams in den Live-Chat reinschreiben. Das Ergebnis werdet ihr dann in der PlayStation-Gruppe einfach reinschicken. Beide Spieler werden das reinschicken, damit es auch wirklich glaubwürdig ist, dass ihr auch wirklich so gegeneinander gespielt habt. Ganz einfach. Und ich werde dann eine PlayStation-Gruppe erstellen. Genau, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Ganze auch live streamen. Ihr müsst nicht mit Facecam live streamen, weil es kam schon Fragen beim Fortnite-Turnier, wenn ihr das live streamt, ob das mit Facecam sein muss oder nicht. Also das ist vollkommen egal. Ihr könnt ganz einfach auf der PlayStation einfach da einen Livestream starten oder ihr lässt es sein. Ist natürlich für uns leichter, wenn wir das dann hosten, dass wir dann eure Streams auch upstreamen können. Und das war's auch schon wieder. Also mehr Regeln gibt's gar nicht. Nee. Willst du noch was sagen dazu, Nadine? Wie gesagt, bei dem Anmeldelink wie beim Fortnite-Turnier einfach alles gewissenhaft ausfüllen. Das sehen halt dann nur für uns einfach. Da haben wir schon mal euren YouTube- bzw. euren Twitch-Namen. Das ist eben halt für uns, wie gesagt, einfacher. Aber dann haben wir alles. Wie gesagt, alles schön gewissenhaft ausfüllen. Und gerne auch mit euren Freunden teilen, umso mehr wären wir. Genau. Also, bis dahin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gleich kommt noch ein Clip, wie ich euch das erkläre mit dem 90er-Modus. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. So, hier nochmal die kleine Erklärung. Als erstes geht ihr auf Online-Modus, dann Freundschaftsspieler. Ich werde jetzt zum Beispiel am Anfang erstmal die gute Nadel nehmen. Die müsste jetzt hier gleich kommen. Da ist er. Geht ihr auf den Gegner dann drauf. Ihr müsst euch natürlich alle gegenseitig adden. Spielhalbzeit sind 6 Minuten. Und bei Mannschaftstyp, da müsst ihr dann auf 90 Gesamtrating gehen. Das akzeptiert ihr dann und ladet die Nadine oder euren Gegner dann einfach ein. Und dann kommt hier die Einladung. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin. Ciao, ciao.